total anlockt, die Leute, dann weiß ich es auch nicht. Und eigentlich Bocken. Na gut, mit Abstand ist es in Ordnung, weil wir eh eingestellt haben, warten auf voll. Dann ist das ja kein Problem. So, ist jetzt hier noch Platz für eine Attraktion? Und wir bauen erstmal die Hamburger-Bude. Passt sie da noch daneben zu den anderen? Das auch Kotze Dotte, also das ist ja wieder mal widerlich. Theoretisch müsste die Hamburgerbude hier noch hinpassen. So. Jetzt muss es aber eskalieren. Als nächstes kommt eine Achterbahn. Ich mache mal Landschaften, Themengestaltung raus und Lädenstände, dass wir wirklich nur neue Attraktionen bekommen. Verbesserungen von Attraktionen könnte man eigentlich auch rausnehmen, aber ich lasse das jetzt mal drin. Und ich sehe, dass es ankommt, die Wasserattraktionen. Ja mal nach knapp einer Stunde uns die Statistiken einfach mal anschauen. Meiste Warteschlange bei Topspin. Bonanza keine Warteschlange. Ist denn schon zu teuer eine Mark fürs Karussell? Wie gesagt, in meinen Augen ist dieses Verhalten eigentlich komplett unrealistisch. Weil wenn man jetzt mal auf den Jahrmarkt geht oder in den Freizeitpark, da wird keine Attraktion günstiger, weil da irgendwie keiner mitfährt, sondern da zahlt man schon mittlerweile seine 3 Euro dafür. Was im Grunde 6 DM sind. Längste Wartezeit bei Infinite Slides. Da hat gerade einer gekotzt. Und Ertrag am höchsten bei Information und Topspin mit Abstand. 4000 Mark Abstand. So, 26. August sehen wir dann, welche Achterbahn kommt und haben wir das erste Jahr von dreien auch schon fast durch. So, haben wir noch was? Ach, hier ist eine Bootsfahrt. Ne, Quatsch, eine Bootsverleihung. Haben wir noch. Macht den Sinn, den hier herzustellen, den hier durch der Weg ist. Ich glaube, Bootsverleih macht nur entweder jetzt hier hinten Sinn oder hier unten. Wobei ich hier eigentlich eher tendenziell eine potenzielle Baumstammbrücke bauen würde. Aber wir machen das jetzt erstmal so weit hier hin, den Bootsverleih. Bis sich das Spiel entscheidet, ob man die, ob die Baumstammbrücke kommt oder nicht. Auch wir nutzen einfach mal den Platz hier aus und runter schön lang. Eine Mark Eintritt. Schauen wir, was es für Boote im Angebot gibt. Haha, welche Boote es im Angebot gibt. Cooler Wortwitz, ne? 2 mit Ruderbooten oder 7 Kanus. Nehme ich natürlich die Ruderboote, da geht ein Boot mehr rein. Also sozusagen 2 Mark mehr Umsatz dann. So, bin ich gespannt, ob ihr überhaupt läuft. Doch, die erste, die kommt schon an. Wir wollen auf dem Damm rudern. Stausee-Ruderboot-Angebot. So. So heißt das Ding. Der Eintritt geht auch nach oben. Bezahle ich schon mal was zurück, wie das immer so bei 5000 sind.
Die AS-Leute schon hart am Fahren. Fliegende Achterbahn. Oder wir können dann die Baumstammrutsche hier unten hinstellen. Hier so rein. Und vielleicht hier oben eine Achterbahn. Weil die Frage ist, welche Achterbahn wollen wir haben? Viel Platz ist nicht. Also ich würde ja wieder eher so den klassischen Shuttle Loop bauen. Der Shuttle Loop, der übrigens auch auf einer wahren Achterbahn beruht, die es tatsächlich gibt, natürlich. Aber ob er... na, was wollte ich jetzt sagen? Shuttle Loop, aber ob das... Na, was bringt? Hat der Shuttle Loop auch Korkenzieher-Elemente eigentlich? Ne, bloß ein Helix und ein Beschleunigung und ein Action-Foto. Also nichts, was einen irgendwie groß weiterbringt. Kinderachterbahn hatten wir ja erst. Die Lorenachterbahn hatten wir auch erst bei Magic Quarters gehabt. Holzachterbahn mit Seitenkontakten. Virginia Kreisel hatten wir ja den Mundgulli. Holzachterbahn hatten wir schon. Verdrehte Stahlachterbahn. Was ist denn da eigentlich so im Angebot für Streckenteile? Jetzt schon einiges. Halber Looping, halber Korkenzieher. Der kann jetzt natürlich nicht hinbauen, weil die da mit ihren Ruderbooten gerade unterwegs sind. Müsste man sich also eine alternative Stelle aussuchen. So, eine Stunde schon wieder vorbei. Ich speichere an der Stelle nochmal ab. Auf die 3. So, also eine Achterbahn. Eine Achterbahn soll es sein. Also, verdrehte Stahlachterbahn, Steel Twister. Kann man die hinten noch reinquetschen? Das geht doch bestimmt. So, fliegende Achterbahn, das war... Ach, die, da hat man ja auf dem Mars-Level den Unfall gehabt. Das weiß ich noch soweit. Aber kann man vielleicht hier hinten eine bauen? Man muss es ja nicht hier irgendwie eskalieren lassen mit den Leuten von der... von den Ruderbooten. Ich probiere mal was innovatives, also hoffentlich innovatives. Ob das funktioniert, ist dann wieder die Frage. Aber wir probieren es einfach mal aus. Kleiner Drop, damit die genug Schwung haben. Dann droppen die hier runter. Korkenzieher. Hat das Ding einen Korkenzieher? Aber ich befürchte, dass dann die Werte wieder zu extrem werden. Ja, wir hatten einen Korkenzieher reintüdeln. Ah, das ist mir zu kurz. Die Senke. Ich bin mal gespannt, ob es hier diesen rückwärts geneigten... Ah, jetzt, ja, das Ding hat bloß Kreisverkehr. Dann klappt das natürlich nicht. Und dann klappt das nicht. Dann können wir es gleich abreißen. Aber... Welche Achterbahn hat die hier? Was hatten die für Modi? Die, bei der müsste das, glaube ich, funktionieren. Oh ja, rückwärts geneigter Shuttle-Abschuss. Die kann das. Dann bauen wir einfach mal die. So, Werbung läuft.
so äußern sich, dass der Eintritt günstig ist. Ja, ich weiß, aber ich möchte es nicht, nicht teurer machen, wenn ja manche Leute mit 50 Mark reinkommen und ich nehme schon 30 Mark Eintritt, dann können die ja mit gar nichts fahren. Deshalb bleibt das jetzt erstmal so. Was ich immer nicht verstehe, warum kann ich rückwärts den Lüftel, oder nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, warum kann man rückwärts den Lüftel so hochbauen, aber vorwärts nicht, ne? Macht irgendwie so richtig Sinn nicht, ne? Müsst ihr zugeben. So, Korkenzieher, nee. So, mal gucken, ob das so funktioniert, wie das soll. Ob das so funktioniert, wie das soll? Ja, nee, das war jetzt ein korrekter deutscher Satz gewesen. So. Bin ich mal gespannt. Wäre schon mal seine erste kleine Achterbahn hier im Park. Und abwärts. Ich glaube, die ist wahrscheinlich zu heftig. Mit 70 durch so einen. Und reicht das hier oben? Bremst die ab? Ah, das ist knapp. Ich werde zur Sicherheit nochmal eins höher bauen. Und vielleicht hier eins wegnehmen, damit das ein bisschen piano durch den. Na gut, dann hätte man das oben natürlich wieder weglassen können. Ah, nee, es bleibt das so. Man könnte natürlich beides mal fahren lassen und dann vergleichen. So, wir probieren jetzt erstmal das hier aus. Hier geht es jetzt mit einer 65 durch das Ding. Und hier hoch. Jetzt muss er nur noch wieder zurück in die Station kommen. Das sollte ja kein Problem darstellen. Das schafft er. Also den Baum bräuchte ich gar nicht wegreißen. Schreibe ich mir mal fix auf, dass wir das dann vergleichen können. Halt, Stift natürlich ausfahren. 4,88.